Die Schweiz in Führung. Zweimal Deutschland, einmal Belgien kommt noch. Erst jetzt der in Belgien lebende Deutsche Daniel Deusser mit dem erst 9-jährigen Hidalgo. Dürfen wir gespannt sein, was seine Taktik ist. Wie gesagt, er ist 9-jährig. Noch selten in Springen dieser Kategorie eingesetzt. Aber Daniel Deusser wäre nicht Daniel Deusser, wenn er es nicht versuchen würde. Von 1 auf 2 schon mal super schnell. Gilt es jetzt nochmal die Wendung ähnlich perfekt wie von 1 auf 2 hinzukriegen. Das schafft er. Jetzt Frequenz drin behalten. Einmal wieder halten, perfekt auf den Punkt in die Zweifache. Alles bleibt liegen. Jetzt nochmal auf dem Teller wenden, jawohl. Und dann nochmal beschleunigen zum Letzten. Und Mannheim steht hinter Daniel Deusser. Das ist sicher. Daumen drücken, dass auch am Letzten alles liegen bleibt. Jawohl. Deutlich schneller Daniel Deusser. 37,67 Sekunden. Fast 2 Sekunden. Nimmt der Niklaus Rothschild ab und geht in Führung. Über Nacht angereist, gestern noch 7. in der Global Champions Tour mit First Class von Echerem in Hamburg gewesen. Daniel Deusser hat sich gelohnt. Jetzt schon mal mindestens 3. im Maimarkt-Championat in Mannheim.